Wie verändert sich das Recht durch die Digitalisierung? Ich würde gerne, das ging jetzt ein bisschen zu schnell, in drei Schritten dem Vortrag nähern. In dem ersten Schritt einmal schauen, was sind denn typische Facetten von Digitalisierung, von effizienzerhöhender Automatisierung, die dann eben eine bestimmte Programmierung ex ante erfordert, über die Möglichkeit, durch Datenauswertung an Wissen zu bekommen, was man durch Beobachtung und damit auch durch Erfahrung so ohne weiteres nicht generieren kann. Und dann gucken, was könnten mögliche Anknüpfungspunkte für die Rechtsanwendung und für das Recht sein. Ziel ist da eigentlich eher, die Vielschichtigkeit zu betonen, weil ich glaube, das macht es auch schwieriger, dann über anschließend Veränderungen des Rechts zu sprechen. Bevor das passieren soll, wäre ein nächster Schritt, was dann eigentlich Rahmenbedingungen überhaupt von Veränderungen für Digitalisierung sind. Mein Vorschlag an drei Teilen im Bereich Ökonomie, in der Art und Weise von Meinungsbildung und in dem Bereich Wissenschaft. Für dann den Schwerpunkt, was heißt das dann für Veränderungen des Rechts? In einem Teil zu Veränderungen von Gesetzen, digitalisierten oder zumindest digital tauglichen Gesetzen mit einer bestimmten Grenze. Es wird da vor allen Dingen um die Fragen gehen, wie man mit unscharfen Gesetzesbegriffen oder mit mehrdeutigen Gesetzesbegriffen umgeht. So, dann anschließend der Rechtsanwendung, was eigentlich hinter dieser Unschärfe steht und was möglicherweise auch an Leistungsfähigkeit hinter der Unschärfe steht, wie methodisch typischerweise mit dieser Unschärfe umgegangen wird in unterschiedlichen Art und Weisen und was das dann für die Anwendungssituation unter Bedingungen der Digitalisierung bedeuten könnte. Und dann könnte man dann versuchen abzuschätzen, was das in ausgewählten digitalen Anwendungen oder Legal Tech-Anwendungen bedeuten könnte. Ein erster Schritt also, Anwendungsform von Digitalisierung oder Eigenschaften von Digitalisierung. Da wäre mein Vorschlag, der Ausgangspunkt ist zunächst ein technischer. Der Deal ist, wenn einzelne Informationen binär kodiert werden, dann sind sie elektronisch verarbeitbar, Halbleiter halt, und damit automatisierbar. Diese Automatisierung durch Digitalisierung, die führt zu einer gewissen partiellen Entkopplung der Daten von den Medien. Da ist zwar noch ein Trägermedium notwendig, auf dem Daten gespeichert werden, aber die können sehr schnell die Signale übertragen werden, sehr schnell dupliziert werden, dadurch auch auf unterschiedlichen Medien gespeichert werden. Das ist kein Geheimnis. Das hat dann bestimmte Eigenschaften in der Art und Weise der Verarbeitung, die im Kontext der Rechtsanwendung interessant sein können. Die eine Eigenschaft ist, es sind dann eben im Grundsatz nur ex ante programmierte Einflüsse. Dadurch sind Algorithmen teilweise diese Eigenschaften von Objektivität zugeschrieben worden. Die Kriterien oder die Tatbestandsmerkmale oder die Bedingungen, die in dem Algorithmus nicht ex ante vorgesehen sind, spielen auch hinterher keine Rolle und damit eben auch keine bewusst oder unbewusst diskriminieren. Diese Möglichkeit der Ex-ante-Programmierung ist als Kehrseite auch eine Notwendigkeit der Ex-ante-Festlegung von Kriterien. Die Kriterien müssen eben tatsächlich im Grundsatz von Anfang an der Stelle festgelegt werden und dann auch so festgelegt werden, dass sie eben eindeutig und umsetzbar sind. Das hat dann klar bestimmte Effizienzvorteile durch die Automatisierung. Die Umsetzung funktioniert sehr schnell, kostet typischerweise sehr wenig und das ist dann auch eine vorhersehbare Umsetzung. Das hat ökonomisch in ganz unterschiedlichen Kontexten eine Rolle gespielt. In dem Bereich der Rechtsanwendung ist es sicherlich auch ein Teil der Gründe, warum für Geschäftsmodelle von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten das eine Rolle spielt. Alle die Sachen, die sich automatisieren lassen in dem ganzen Wertschöpfungsprozess, die können dann typischerweise auch automatisiert werden. Und auch die Legal Tech-Anwendungen, die eben in bestimmten, typischerweise in begrenzten Fällen Rechtsanwendungen vorhersehen oder in einer Form simulieren können, die beruhen oder deren Markterfolg beruht unter anderem eben auch auf diesen Effizienzvorteilen. Diese einzelnen Elemente sind sehr stark kombinierbar. Als ein, finde ich, sehr anschauliches Beispiel kann man Blockchain-basierte virtuelle Währungen wie etwa Bitcoin nehmen. Gerade diese Kombination aus einer asymmetrischen Kryptographie und dezentralen Servern, die aber auf eine bestimmte Art und Weise verknüpft sind durch einen Koordinationsmechanismus, der eben eine Form von Arbeitsleistung
als Kriterium heranzieht und das dann auch noch Anreize gibt durch das Schöpfen neuer Währung oder neuer Bitcoins. Das führt dazu, dass sozusagen insgesamt dort etwas als Digitalisierung entsteht, was nicht nur ein Vollzug ist, sondern was man wie eine sicher transferierbare oder zumindest im Prinzip sicher transferierbare Einheit nehmen kann, also als ein funktionales Äquivalent für Geld nehmen kann, durch eine intelligente Art dieser Kombination. Ich finde das Beispiel aber auch deshalb ganz instruktiv, weil es eben auch zeigt, dass die Sachen, die eben in dem System von vornherein nicht vorgesehen sind, also etwa eine möglicherweise oligopolistische Struktur der Miner, weil es eben immer schwieriger wird zu meinen und deren Eigeninteressen oder Schwierigkeiten, den Code noch zu ändern, den Algorithmus noch zu ändern oder auch einfach die Stromkosten, die dadurch entstehen oder die Grenzen, die Kapazitätsgrenzen, die vorher so noch nicht in dem Blick waren, die führen eben zu sehr starken Governance-Schwierigkeiten, weil das in dem Mechanismus von vornherein gar nicht vorgesehen ist. Diese Form der Art der Kombination von Elementen der Digitalisierung wird noch deutlich vertieft durch die Möglichkeiten, Daten zu analysieren und die nach statistischen Grundsätzen zu analysieren und die Ergebnisse dann ihrerseits wieder als Faktor der Anpassung oder als Faktor des Trainings der Algorithmen zu nehmen. Also maschinelles Lernen als Algorithmen, deren Qualität der Verarbeitung oder deren Modalitäten der Verarbeitung in Abhängigkeit des bisherigen Outputs verbessert werden. Digitalisierung bedeutet in diesem Kontext, so wie ich das wahrnehme, nicht nur, dass einzelne Daten binär kodiert werden, sondern damit meint man implizit auch, dass es mehr Daten gibt, dass es deutlich mehr Sensoren gibt. Damit meint man implizit auch, dass es eine Erhöhung der Verarbeitungskapazität gibt. Und das hat zum Effekt, dass die nicht nur für Automatisierung eingesetzt werden von einzelnen Sachverhalten, die man im Prinzip einfach nur schneller kennt oder schneller machen möchte, wo man das Ergebnis schon kennt, sondern dass es eben die Möglichkeit gibt, Informationen zu generieren auf unterschiedliche Art und Weise, die man durch Beobachtung sonst nicht oder nur schwer gewinnt und damit auch durch Erfahrung nicht oder nur schwer gewinnt. Beispiel entweder von überwachten oder nicht überwachten Lernen oder auch von Kombinationen kann eben Prognosen, Empfehlungssysteme sein in dem kommerziellen Kontext, etwa Präferenz von Kundinnen und Kunden oder deren Bonität oder Gesundheitsrisiken. Man kann aber auch einsetzen als computergestützte korpuslinguistische Analysen, um überhaupt Textkorpora auf eine andere Art und Weise zu analysieren. Man kann sozusagen diesen ganzen Bereich maschinelles Lernen, zumindest hier für unsere Zwecke vereinfacht, schlagwortartig charakterisieren, als es ist eine bestimmte Art und Weise mit einer nicht mehr überschaubaren Vielzahl von Zuständen oder Situationen umzugehen, dort sozusagen bestimmte Aspekte sichtbar zu machen, die man sonst nicht sichtbar machen kann, zu einem bestimmten Preis. Das kann dann zu Veränderungen führen. Und bei diesem Teil der Veränderung hatte ich jetzt Ökonomie, Wissenschaft und Art der Meinungsbildung rausgegriffen, weil ich glaube, dass das Aspekte sind, die eben mit der Rechtsanwendung auch Überschneidungsbereiche haben. In dem Ökonomieteil zeigt sich sehr deutlich, dass die Automatisierung schon zu Effizienzpotenzialen führt. Das führt typischerweise zu so einer Zerlegung oder Rekonfiguration von Wertschöpfungsketten. Jede einzelne Stufe, die automatisiert werden kann, die wird durch den Wettbewerbsdruck auch rekonfiguriert. Und für Anwältinnen und Anwälte kann das eben bedeuten, dass Sachen, die man jetzt nicht mehr manuell machen muss, auch in der Dokumentenanalyse, dass die automatisiert werden. Und das bedeutet dann auch im nächsten Schritt typischerweise, dass das, was man als Anwältin oder Anwalt dann tut, eher das Management ist oder die mandantenspezifische Konfiguration, dass die Geschäftsmodelle sich da auch ändern. Allgemeiner kann man sagen, dass es einen Trend zu den datenbasierten Geschäftsmodellen gibt, gerade eben auch wegen der maschinellen Lernmöglichkeiten. Besonders deutlich wird das an dem ganzen Bereich der Plattformökonomie. Plattformen hatten schon in dem analogen Zeitalter durch indirekte und direkte Netzwerkeffekte so eine Tendenz zur Marktmachtkonzentration ab einer gewissen Größe. Die ist durch die Digitalisierung, durch Größenvorteile, die an den Daten hängen, ohne dass man im Einzelnen genau sagen kann, wie die sich in einem jeweiligen Kontext auswirken oder dass es da sozusagen etablierte Modelle dazu gäbe, vielleicht ist das die bessere Formulierung, kann man jedenfalls zeigen, dass es so eine typische Strategie gibt von Plattformbetreibern, eben auf der einen Seite größer zu werden, zu skalieren, auf der anderen Seite andere abzuschotten und schließlich Marktmacht, die einmal da ist, auszurollen. Das ist sozusagen so eine übergreifend beschreibbare Strategie. Bei den sozialen Praktiken der Meinungsbildung, vielleicht auch der Verbreitung und Rezeption von Kunst,
scheint mir für unsere Zwecke an der Stelle vereinfacht nur bemerkenswert, dass es eigentlich nicht auf die Digitalisierung ankommt, sondern eher auf die Art und Weise, in der kommuniziert wird oder in dem man bestimmte Kommunikation erwartet. Und die Digitalisierung ist dann sozusagen mehr die Grundlage, dass es überhaupt soziale Netzwerke gibt. Und die Nutzung führt dann eher dazu, dass sich bestimmte soziale Praktiken herausbilden. Das ist sozusagen in den Bedingungen so eine Mischung zwischen den ökonomischen Rahmenbedingungen, die das hergeben, und den technischen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz der Rezipientinnen oder Rezipienten, die dann eben nicht mehr nur noch Rezipientinnen und Rezipienten sind. Dass ökonomische Rahmenbedingungen dann eine Rolle spielen, war in der analogen Welt auch so. Es ist nur manchmal unter den Bedingungen der Digitalisierung nicht so ganz einfach zu sehen, was sich denn jetzt tatsächlich ändert und inwieweit das für den jeweiligen Bereich relevant ist. In dem Bereich Wissenschaft kann man das, glaube ich, schlagwortartig stark vereinfacht sagen. Ein Teil davon ist Änderung des Gegenstands der Wissenschaft. Das klang in der Einführung von Herrn Truter auch schon in einem Kontext für die Rechtswissenschaft an. Die Ökonomie guckt natürlich, wie sieht es jetzt mit digitalen Ökosystemen aus oder was sind Strategien von einzelnen Unternehmen. In dem Bereich der Politikwissenschaften, der Soziologie, der im Prinzip alle Wissenschaften, die irgendetwas zu tun haben mit Bereichen, deren Strukturen sich gerade ändern, ändert sich der Gegenstand mit. Weiter geht möglicherweise die Breitenwirkung in den Bereich der Methoden, in der Art und Weise, wie die jeweilige Disziplin arbeitet. Und dort kann es eben tatsächlich sein, dass einzelne Facetten von Digitalisierung, insbesondere eben der datenbezogene Teil, dass die in einer bestimmten Hinsicht Mehrwerte bieten, an die man sonst so nicht rankommt. Und dann ist es gar nicht so leicht zu sagen, wie weit das nach den Regeln der jeweiligen Disziplin und nach dem Erkenntnisinteresse der jeweiligen Disziplin und nach den methodischen Standards nützlich ist oder nicht so nützlich. Und da gibt es dann typischerweise eine Diskussion, die unter anderem auch um Standards, methodische Standards, gerade bezogen auf die datenbezogenen Analysen geht. Das heißt, das sind vielschichtige Veränderungsprozesse, die ja in Kommunikationsbeziehungen stattfinden, so ein Diskurs. So. Wichtig ist mir an der Stelle, dass Digitalisierung alle drei Bereiche nicht selbst verändert, sondern die Bereiche ändern sich auf der Grundlage der Digitalisierung. Und das führt, finde ich, für das Recht zu dem nächsten Teil. Man müsste eben tatsächlich erstmal gucken, was sozusagen diese Eigenbedingungen von Recht sind, die es dann eben begünstigen, dass Recht in der einen oder anderen Weise Elemente von Digitalisierung aufgreift und sich dadurch ändert. Am nächsten liegt das zunächst bei Forderungen von digitalen Gesetzen oder von zumindest digital tauglichen Gesetzen. Und da sind es typischerweise relativ einfache, überschaubare Sachverhalte, die auf bestimmte Aspekte ausgerichtet sind und die letztlich eher vom Vollzug her denken, vom Vollzug, weil es einfach viel einfacher, schneller, effektiver wird. Und dann überlegen, wenn ich so einen Vollzug digitalisiere, vielleicht die Digitalisierung der Gesetze oder gesetzestauglich mit nachzuziehen. Ich habe hier als ein Beispiel so eine Studie oder ein Papier, die in der Kooperation mit dem Nationalen Normenkontrollrat 2021 entstanden sind. Digitale Verwaltung braucht digital taugliches Recht. Da geht es im Schwerpunkt um die Modularisierung des Einkommensbegriffes. Also im Prinzip die Frage, ob ich bestimmte Datenabfragen auch um Verpflichtungen nach dem Onlinezugangsgesetz zu erfüllen, ob ich die so stark harmonisieren oder zumindest modularisieren kann, dass Daten nur einmal in einem bestimmten Kontext eingegeben werden müssen und dann in einem standardisierten Baukastensystem in allen möglichen Verwendungskontexten weiterverwendet werden können. Das sind im Prinzip die Begünstigung der Nutzung des Effizienzpotenziale, die Bedingungen dafür zu schaffen. Und eine Forderung ist dann auch eben neben Standardisierung der Begrifflichkeiten. Und ich bin ein bisschen unsicher bei dem Teil, der das dann als Digitaltauglichkeit als eigenes Rechtsprinzip vorschlägt und dann eben auch die Grundprinzipien dieser Art der Standardisierung und Effizienzerhöhung auf die wesentlichen Rechtsbegriffe auch in anderen Bereichen übertragen möchte. Steht sozusagen die Vorstellung dahinter, dass Modularisierung nur bedeutet, in einem bestimmten Gesetz wird ein Begriff anders gebraucht als in einem anderen Gesetz, aber jeweils ist er so scharf, dass sich das als Baukasten modularisieren und dann jeweils gesetzspezifisch oder regelspezifisch neu zusammensetzen kann. Und das steht in klarem Spannungsverhältnis zu dem, was man in der Rechtsanwendung als Wahrheit oder Mehrdeutigkeit rechtlicher Tatbestände oder gesetzlicher Tatbestände sieht, die man in dem Zusammenhang eigentlich als eine Schwäche versteht. Je weniger unscharf oder je weniger mehrdeutig ein Gesetz, desto besser an der Stelle. Also sozusagen
Eindeutigkeit als prinzipiell lösbares Problem. Ich will gar nicht sagen, dass mehrdeutige Gesetze per se besser sind als eindeutige Gesetze. Was ich sagen möchte, ist, dass neben den Ursachen, die hinlänglich beschrieben sind, für prinzipielle Grenzen der eindeutigen Steuerung durch Recht, dass es eben auch ein Teil der Leistungsfähigkeit des Rechts ist, die durch solche dezentralen Spielräume bei der Anwendung entsteht. Es hat halt eine Funktion, dass man unterschiedliche Optionen der Auslegung in einer bestimmten Situation hat und dass erst die Verknüpfung zu einer Stabilisierung führen, weil man auf Umweltbedingungen ganz anders reagieren kann, als wenn man ex ante von einer bestimmten Position aus schon steuern möchte. Das ist in der Methodik und Rechtstheorie im Prinzip beschrieben. Also etwa den ganzen Prozess der Textarbeit und der Arbeit mit Lebensbereichen als einem strukturierten Prozess. Oder ich finde hier für den Teil der Algorithmen deutlich instruktiver, auch für die Rechtsanwendung, überhaupt die wissensgenerierende Funktion von dezentralen, aufeinanderbezogenen Entscheidungen. Sowohl in dem Bereich systemtheoretische Verständnis von Recht, als auch in dem Bereich von Wettbewerb als Such- und Entdeckungsverfahren durch dezentrale Organisationen und Entscheidungen, die aufeinander bezogen werden. Ich beobachte die Marktnebenseite und ich verhandle mit der Marktgegenseite. Und weil das dauerhaft passiert, entsteht dezentral Wissen und verteilt sich. Wissenschaft kann man in einem bestimmten oder aus einer bestimmten Perspektive auch ähnlich verstehen, der Teil der Disziplinen, Kommunikationsbeziehungen in Disziplinen. Und Sprache ist auch so beschrieben worden. Das hat dann auch wieder mittelbare Rückwirkungen für Recht durch Sprache vermittelt. Es fällt allerdings auf, dass der methodische Zugang, und auch das ist kein Geheimnis, dass der überwiegend, zumindest in der deutschen Rechtswissenschaft, auf das materielle Recht, auf einen normativen Zugang zu der Methode konzentriert ist. Ich habe das jetzt hier beispielhaft wiedergegeben nach Lawrence Canaris als ein bekanntes oder prominentes Beispiel von Methodik. Da wird Normauslegung nicht als einzig richtige Entscheidung, sondern schon als diskursiver Prozess verstanden und auch als Argumentation, als kein lineares Denken, sondern als so ein Hin- und Herdenken. Da steckt sozusagen schon auch diese iterative Verknüpfung und diese Spielräume in der Anwendung drin. Und die sind dort auch als wichtig beschrieben. Sie sind nur nicht so wichtig in dem Teil, was Rechtswissenschaft und Rechtsanwendung ist. Denn der Umgang mit diesem unsicheren Teil, der lässt sich auch hier wieder unter anwesenden im Vortrag stark vereinfacht formuliert, der lässt sich im Prinzip durch drei Elemente in den Griff bekommen nach diesem Modell. Einmal durch die Dogmatik, die, gucken wir gleich noch näher, so eine Art Zwischenschicht ist. Dann durch das Judiz, die Möglichkeit, Entscheidungskraft nicht durch implizites Wissen oder so eine Urteilskraft herauszubilden. Und dann schließlich durch Konzentration in dem Instanzenzug. Dogmatik, das ist dann der Teil, der Hauptgegenstand aus dieser Perspektive der Rechtswissenschaft ist. Was ist so eine Art Zwischenschicht? Dafür bei Lawrence Canaris besonders rausgearbeitet an so Typusbegriffen, die auf der einen Seite gucken, was wären denn die Effekte, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise anwendet und was sind denn die Anliegen der Gesetze und was sind die unterschiedlichen, insbesondere zivilrechtlichen Stellschrauben. Und wenn ich das alles so zusammenbringe, dann entwickle ich eine dogmatische Zwischenschicht, die es mir ermöglicht, mit Begriffen wie Besitzdienern oder sonstigen legal definierten, aber eben nicht eindeutig legal definierten Begriffen produktiv umzugehen. Aus dieser Perspektive ist Rechtswissenschaft also Zuarbeiten von Dogmatik und Methodik dann eben Ausrichtung auf Dogmatik. Das führt dazu, dass so ein Judiz vorausgesetzt wird. Das wird anerkannt als ein implizites Wissen, was durch Sozialisation und durch Erfahrung mit eigener und fremder Rechtsanwendung ausgebildet wird. Aber was jetzt für die rechtswissenschaftliche Arbeit eigentlich keine Rolle spielt, das kann man sozusagen vernachlässigen, weil es produktiv funktioniert. Man kann sich deshalb auf Dogmatik konzentrieren. Das ist in der Rechtswissenschaft nicht nur so. Es gibt jetzt in dem Bereich ohne unmittelbares dogmatisches Anliegen, habe ich die jetzt hier vereinfacht genannt, eine Reihe von Beschreibungsangeboten, die eben Medien des Rechts generell beschreiben und die Leistungsfähigkeit und die Effekte von Medien des Rechts beschreiben oder die Richterin-Soziologie analysieren und gucken, wie sich ein bestimmtes Milieu auf Entscheidungen auswirken oder wie es sich auswirkt, ob man vor oder nach dem Mittagessen entscheidet oder
die vielleicht die Wirkmächtigkeit von Akten als Kommunikationsmedium beschreiben. Es gibt auch Beschreibungsangebote, die ein dogmatisches Anliegen haben und sagen, das, was eben implizit in dem Judiz drinsteckt und in der Dogmatikperspektive ausgeblendet wird, wirkt sich auf Dogmatik aus und das muss man kritisch reflektieren, besonders deutlich etwa in den ganzen Ansätzen empirischer Rechtswissenschaft, aber auch, ich habe das jetzt nur beispielshaft rausgegriffen, feministische Kritik an der Objektivität des Rechts, wenn ich eben sage, gesellschaftliche Positionalität spielt eine Rolle, weil eben Justiz eben nicht divers besetzt ist und das gerinnt mittelbar dann in Dogmatik, dann ist das sozusagen ein Umgang mit diesen Spielräumen und den impliziten Bedingungen von Judiz, die aber, das ist jetzt mein Eindruck, in dem Mainstream nicht so angekommen sind, bislang jedenfalls nicht wirksam angekommen sind. Der Schwerpunkt liegt auf Dogmatik und mein Eindruck ist, die Stärke dieser Dogmatik beruht auch gerade darauf, dass sie die Rahmenbedingungen des Anwendungsprozesses ausblenden kann. Die starke Überzeugungskraft und die Klarheit, mit der man Typenbildung, Besitzdiener und die Kriterien und die Argumentationsschritte, wie so ein Besitzdiener entwickelt wird, beschrieben werden und die jetzt auch auf Rechtsprechung eben noch passt, die erst vor mehreren Jahren die Konzepte materiellrechtlich geändert hat, die beruhen eben darauf, dass man sich den Anwendungsprozess nicht näher anschauen muss. Wenn man das tut, dann ist das erste Zwischenergebnis für die Veränderung des Rechts durch Digitalisierung, dann finden Veränderungen des Rechts durch Digitalisierung nur über den Gegenstand statt. Das wäre jetzt hier in meiner Folie bei der Wissenschaft hier der erste Teil. Veränderung der Bereiche durch Digitalisierung, Änderung des Gegenstands. In der Einführung von Herrn Trute wäre das dann wahrscheinlich der Teil Recht der Digitalisierung. Dann kann ich eben tatsächlich nur gucken, was machen denn die einzelnen Kategorien oder was machen die einzelnen Tatbestände, wenn sich in der Wirklichkeit etwas ändert. Und da ist eine Vielzahl der Fälle reine Einordnung digitaler Sachverhalte. Eine Auktion bei eBay ist eben auch tatsächlich eine Willenserklärung, die wirksam ist und in der zweiten Welle dann Entscheidung darüber, wenn ich von dieser Willenserklärung wieder runterkomme. Oder Bitcoin ist dann im Sinne des KWG eben Finanzinstrument und fällt dann unter bestimmte Regelungen. Es gibt dann auch Verschiebungen der impliziten Prämissen, also Fälle, wo man Dogmatik nicht so ohne weiteres einfach nur als Kategorisierungsleistung verstehen kann. Und mein Baucheindruck oder mein Bauchgefühl an der Stelle ist, da tut sich diese Veränderung des Rechtsperspektive ein kleines bisschen schwerer. Wenn nämlich in den rechtlichen Regeln implizite Prämissen zur Struktur eines Sachbereichs stehen, die ich mit diesem dogmatischen Denken so nicht ohne weiteres beschreiben kann, sondern die ich an der Stelle eher voraussetze, dann ist es deutlich schwieriger, die als kohärente Dogmatik darzustellen. Als ein Beispiel jetzt aus dem Bereich, in dem ich forsche, fallen mir die digitalen Zentralbankwährungen ein, Central Bank Digital Currencies. Wenn die EZB einen Euro ausgibt, der digital ist, dann ist das eben deutlich mehr als nur ein Geldschein, der vorher analog war, weil es dann die Möglichkeit gibt, zum einen währungspolitische Instrumente direkt zu realisieren und zum anderen, weil es ganz andere Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von Banken hat. Und die Zentralbanken quer über den Globus, die überlegen, das zu tun, die berechnen jetzt, welche Auswirkungen das hätte und wie man das Design machen muss, dass Zentralbankgeld ausgegeben wird, aber nicht gespeichert und erst recht nicht als Investment genommen hat, weil sich die Marktstrukturen dann sehr stark ändern würden. Dadurch ändert man aber die Eigenschaften von Geld. Die traditionellen Wertspeicher, Zahlungsmittelfunktionen und Wertmesserfunktionen, die zusammenfallen, fallen dann nicht mehr zusammen. Gleichzeitig werden die implizit eingeführt als Gegengewichte zu privaten digitalen Währungen, die eben Daten sammeln und Marktmacht aufbauen, so wie Libra oder Diem das zunächst angekündigt hatten. Das sind alles Funktionen, die kann man mit einem analogen Geldschein nicht machen. Und das bedeutet aber für das Recht die ganze Diskussion, ob man das auf die Kompetenz für die Ausgabe von Euro-Banknoten stützen kann oder nicht und was das bedeutet. Die blendet sozusagen diese ganzen strukturellen Effekte nicht aus. Dafür hat die an der Stelle keine Antennen. Und das ist dann, wenn man rein dogmatisch arbeitet, ist das an der Stelle deutlich, deutlich komplizierter oder deutlich voraussetzungsvoller. Der zweite Punkt, den man überhaupt nicht sieht, das ist eben der ganze andere Teil der Methodik, die Digitalisierung als Recht, als, oder
als Anlass, die Rahmenbedingungen der Rechtsanwendung Anlass in den Blick zu nehmen. Also These wäre hier an der Stelle, weil Digitalisierung mit einer deutlich stärkeren Breitenwirkung Rechtsanwendung beeinflusst, ändert sich auch der Druck, der zusätzliche Druck neben den Ansätzen empirischer Rechtswissenschaft und eine feministische Kritik und andere Ansätze, die von vornherein auch schon dieses flexible Element der Rechtsetzung anders in den Blick nehmen. Aber der Druck zu gucken, was bedeutet das eigentlich für den Anwendungsprozess, der steigt aus meiner Sicht. Und ich glaube, zur Diskussion würde ich das hier stellen in dreifacher Hinsicht. Einmal an die Anforderung, welche Anforderung habe ich denn an das Justiz überhaupt? Nämlich nicht nur die materielle Rechtslage, sondern auch schon der Umgang mit der medialen Situation. Aber umgekehrt auch, unter welchen Voraussetzungen bildet sich denn Justiz? Ändert sich das, wenn ich über Datenbanken sozialisiert werde? Und beides führt dann mittelbar zu einem dritten Teil, Auswirkungen auf die Entwicklung des Rechts. Ich würde das gerne nicht als Lösung vorstellen, sondern tatsächlich in den Fallgruppen oder Anwendungselementen, die ich herausgestellt habe, eigentlich eher mit Fragen, mit den Fragen, die es neu aufwirft. Erster Teil, eine Veränderung durch Prediction of Judgment. Da gibt es eine ganze Reihe Anwendungen, die auf unterschiedlichen Prämissen Gerichtsentscheidungen prognostizieren, entweder als Expertensystem, wo Tatbestände nachgebastelt werden, oder als algorithmenbasierte Auswertung von Entscheidungen, typischerweise bei den anspruchsvolleren Systemen als eine Art von Kombination. Und das kann man dann auch noch mit weiteren Elementen kombinieren, also Elementen, die eben Informationen aus Texten extrahieren oder dann als Ergebnis neue Informationen im Text zu schon wieder zusammenfassen. Also das, was Herr Trute gesagt hat, Schnipsel sozusagen als neue Technik, wird aus meiner Sicht hier sogar noch weiter fortgeführt. Die Bausteine werden dann algorithmenbasiert schon generiert. Wenn man solche Anwendungen in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen außerhalb des Justizsystems anwendet, ist das aus meiner Sicht eher eine Dienstleistung mit Bezug zur Rechtslage und nicht so sehr Rechtsanwendung. Und die ist völlig legitim und die hat Stärken und Schwächen. Die ist vor allen Dingen kostengünstig. Die kann dann in der ganzen Reihe von Fällen den Zugang zum Rechtssystem erleichtern, im Aufenthaltsrecht oder bei Schadensersatzanforderungen oder bei geringen Schäden, wo auch immer. Das sind sozusagen die Vorteile, die die Digitalisierung bietet, hat dadurch auch erhebliche Auswirkungen auf den Markt, aber aus meiner Sicht nur untergeordnete Veränderungen für das Recht. Das kann anders sein, wenn man das in irgendeiner Weise mit dem Justizsystem verknüpft, weil das dann tatsächlich die verbindlichen Entscheidungen sind, die Recht fortentwickeln. Und diese Verknüpfung kann so eine automatisierte, vorgeschaltete Rückmeldung nach Eingang der Klage sein. Ihre Erfolgschancen liegen bei so und so viel Prozent. Wollen Sie fortführen? Klicken Sie hier. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Das kann möglicherweise eine Rolle spielen, weil sich die Art der Fälle, die entschieden wird, dann ändert. Das wird möglicherweise eine Rolle spielen, wenn es in irgendeiner Form als Informationsquelle für Spruchkörper genutzt wird. Sei es eine Vorfrage, eine algorithmenbasierte Düsseldorfer Tabelle etwa im Familienrecht, wenn es um Unterhaltsberechnung geht. Das kann aber auch eine Rolle spielen, wenn es einfach nur eine Art von Arbeitserleichterung ist, die einen Hinweis darauf gibt, wie Gerichte vergleichbare Fälle typischerweise entscheiden. Wenn es so typische Fälle sind, ist es vielleicht gar keine so große Erleichterung. Aber da könnte man an der Stelle gucken, ob das möglicherweise Effekte hat, wenn es dann tatsächlich so angedacht ist, wie es teilweise in der Literatur beschrieben ist. Ich glaube, man kann das abstrakter auf das Spannungsverhältnis bringen, wie auf der einen Seite die Arbeitserleichterung aussieht und wie sich das auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit auswirkt. In einem anderen Kontext ist die Unabhängigkeit und die Folgen normativ sehr stark ausbuchstabiert, nämlich bei der Frage, was man eigentlich einem Richterinnen und Richterinnen vorgeben kann, Arbeitsplatz, Arbeitszeiten, Arbeitsmodalitäten. Und da ist sozusagen der Fluchtpunkt, hat es Einfluss auf die Entscheidung? Natürlich haben Arbeitserleichterungssachen Einfluss auf die Entscheidung, aber die sind ja hier bewusst gewählt. Der nächste Schritt wäre, wenn das bewusst gewählt ist, was heißt denn dann an der Stelle bewusst? Wie viel Informationen und wie viel Verständnis für das, was man da passiert, müsste man da eigentlich haben? Und da würde man, wenn Sie sich wieder an die Folie zur Wissenschaft, die ich jetzt nicht wieder hochscrolle, weil ich es wahrscheinlich nicht richtig schaffen werde, wenn Sie sich an die erinnern, gäbe es in dem Bereich Wissenschaft, da gäbe es einen Diskurs darüber, wie denn methodisch diese algorithmenbasierten Anwendungen sein müssen. Und da gehört es eben zu dem methodisch guten Ton auch dazu, die Fehlschläge offenzulegen und die wesentlichen Parameter offenzulegen, weil denn Einfluss darüber gibt oder Auskunft, Eindruck davon gibt, wie verlässlich das ist. Hier sind die ganzen Anwendungen eher aus dem kommerziellen Sektor, weil die als erstes Interesse über die Geschäftsmodelle hatten und die
unterliegen nach dem Selbstverständnis natürlich ganz anderen methodischen Restriktionen. Und da müsste man vielleicht an der Stelle mal gucken, ob es da bestimmte Anforderungen geben könnte. Zweiter Teil wäre der Teil durch die Datenbanken. Das lässt sich im Prinzip sehr einfach beschreiben. Die Digitalisierung der Datenbanken und Portale führt zunächst zu einer deutlich größeren Zahl von Entscheidungen und Veröffentlichungen, dann eine deutlich größere Auswahl, damit zu einer Relevanz der Sortierung. Die Schwierigkeit ist eben nicht mehr an einschlägige Entscheidungen zu gucken oder Materialien oder Quellen auch zur Gesetzeshistorie zu kommen, sondern eigentlich eher die Auswahl, die Sortierung. Und eben eine deutlich stärkere Relevanz der individuellen Filterstrategie und der Filtermöglichkeiten. Wie gehe ich als Rechtsanwenderin, als Rechtsanwender mit diesen Möglichkeiten um und welche Möglichkeiten der Filter habe ich überhaupt? Ich glaube deshalb, dass man sagen kann, der Einfluss auf die Rechtsanwendung, der geht schon über einen analogen Kommentar auch raus. Natürlich habe ich in analogen Möglichkeiten auf den Parlant, der eben bestimmte, oder jetzt nicht mehr Parlant, ich bin Parlant sozialisiert, der bestimmte Entscheidungen schon vorgibt, aber auf der einen Seite als ein Expertensystem, das sind Expertinnen und Experten, die Entscheidungen aussuchen und eben stark hierarchisch auf höchstrichterliche Entscheidungen ausgerichtet. Das ist möglicherweise in Datenbanken und Portalen etwas anders. Vielleicht kann man hier von dem Medienrecht ein bisschen lernen, nicht weil das Medienrecht Lösung hätte, aber weil das Medienrecht vor ähnlichen Problemen steht. Dort ist klar, auch das hat der Trude in der Einleitung schon erwähnt, dass die Intermediäre relevant sind und dass es um die Art und Weise der Sortierung ankommt. Aber inwiefern sie relevant sind und was dann am Ende daraus folgt, das ist medienrechtlich tatsächlich noch offen. Das ist sehr voraussetzungsvoll, tatsächlich zu gucken, was denn da tatsächlich führt. Und möglicherweise stellt sich für die Art und Weise angemessener Umgang mit Datenbanken und Portalen aus rechtlicher Sicht mit mittelbarem Einfluss eben dann auch auf die Dogmatik eine ähnliche Frage. Als Punkte, die mir dort in dem Überlegen und Brainstorming eingefallen sind, habe ich auf der einen Seite so eine Art in Gesprächen eine anekdotische Evidenz gesehen, die taucht auch teilweise in der Literatur auf. Es gibt eine bestimmte Generation, die systematisch nur erstmal mit Gesetzestexten arbeitet und sich einer Frage nähert und andere, die erstmal googelt und Einschläge findet und diese Einschläge dann in Datenbanken gibt. Und möglicherweise sind das unterschiedliche Zugänge, die sich auch auf das Judiz unterschiedlich auswirken, weil man eben erstmal nach nahen Einschlägen sucht, um sich erstmal in eine bestimmte Richtung, in einer bestimmten Richtung zu nähern. Zweiter Punkt ist aus meiner Sicht, dass dieses implizite Wissen dann nicht mehr nur das ist, was ich eben brauche, wenn ich an einen Fall herangehe und gucke, in welchen Gesetzesbereichen muss ich denn gucken. Könnte das eine GOA sein oder ist es vielleicht ein bereicherungsrechtlicher Fall oder darf ich den nicht vergessen? Das wird erweitert durch den Umgang so eine Art implizites Wissen mit unterschiedlichen Medien. Und ich glaube, die reflektierteren Suchstrategien, die versteifen die unterschiedlichen Zugänge. Ich komme sozusagen über den einen in das andere, checke das wieder zurück und komme da so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen, hat in der Vorbereitung jemand zu mir gesagt. Das fand ich an der Stelle, fand ich da ganz, ganz plastisch. Das führt aber dazu, dass die verfügbare Zeit auch ein Faktor der individuellen Suchstrategie ist. Das kennt man aus Datenbanken ohnehin schon oder aus der Nutzung von Suchmaschinen. Es gibt hier aber aus meiner Sicht auch eine Parallele etwa aus dem Bereich Medizin, evidenzbasierte Medizin. Auch dort scheint es so zu sein, dass es im Prinzip für einzelne Behandlerinnen und Behandler in Krankenhäusern möglich ist, evidenzbasiert eine Reihe von Studien für einen einzelnen Fall zu suchen und die zu konsultieren. Dass es aber einfach ein Zeitproblem ist und man dann gucken muss, wann macht man was an welcher Stelle. Das heißt, für den medialen Umgang mit der Entscheidungssituation ist der Faktor Zeit dann wichtig. Schließlich kann auch hier die ökonomischen Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Stichwort Plattformökonomie, was Sie vorhin beschrieben hatten, auch die Eigeninteressen der Plattformbetreiber, die in dem juristischen Bereich noch dadurch verschärft werden, dass Plattformbetreiber eben auch selbst Inhalteanbieter sind und natürlich ihr eigenes Ökosystem aufbauen, von der Art und Weise der Zitation bis zur Priorisierung bestimmter Kommentare und der Bereitstellung der Inhalte an der Stelle. Was mir aufgefallen war, ist, dass diese kognitiven Prozesse in dem Bereich, etwa wie gehe ich mit bestimmten Beweismitteln um oder wie gibt es kognitive Verzerrungen durch Ähnlichkeiten, wenn ich einzelne Punkte schon einmal habe, dass diese Verzerrungen möglicherweise auch die Art und Weise sich ähnlich auswirken können oder strukturell ähnlich auswirken kann, wenn mir bestimmte Ergebnisse oder Materialien für einzelne Fälle vorgeschlagen werden. Ein letzter, kürzerer Teil. Wie sieht es denn aus mit den empirischen Zugängen? Und hier fällt erstmal auf, dass die sich nicht als
Ersetzung, Automatisierung oder Effizienzvorteil verstehen, sondern als zusätzliche Informationen auf einer abstrakteren Ebene. Dadurch spielt Ihnen die Digitalisierung natürlich erstmal in die Hand. Es gibt deutlich mehr Daten, Stichwort etwa in dem Bereich Korpuslinguistik, ja, man könnte da noch deutlich mehr zu sagen. Gleichwohl aber auch Grenzen der Verfügbarkeit von Daten und vor allen Dingen auch Grenzen der Verfügbarkeit geeigneter Daten. Für die Frage, was das dann für die Rechtswissenschaft und die rechtswissenschaftliche Forschung ausmacht, glaube ich, dass man die zum einen nicht nur auf den Teil rationaler Umgang mit Dogmatik an den Stellen, wo es auch aus Sicht der Dogmatik normative Verweise gibt, also wo etwa das AGB-Recht oder andere Normen des Zivilrechts implizit schon auf den Empfängerhorizont oder auf überraschende mehrdeutige Klauseln, also auf das Verständnis der Person im Rechtsverkehr abstellen, ausgehen, sondern man kann möglicherweise die auch nutzen, um etwa in der Art und Weise der Nutzung von Datenbanken, Flaschenhälse, die ich jetzt aus ökonomischer Sicht vorhin kurz beschrieben hatte, an der Stelle sichtbar zu machen. Und zwar auf eine Art und Weise sichtbar zu machen, wie man sie sonst nicht bekommt. Das ist sozusagen aus meiner Sicht ein großes Potenzial, überhaupt erstmal in dem reflexiven Gebrauch der oder in der Erhöhung der Reflexivität in der Art und Weise, wie Recht angewendet wird und wie möglicherweise auch rechtswissenschaftlich geforscht wird. Das heißt aber, dass eine zentrale Voraussetzung oder eine zentrale Herausforderung, wie bekomme ich so eine leistungsfähige Methodik, die auf Dogmatik ausgerichtet ist, anschlussfähig oder wie bekomme ich dort Schnittstellen zu empirischen Zugängen im Zug der Digitalisierung, sich durch die Digitalisierung nicht löst. Das müsste man tatsächlich noch weitermachen. Und insbesondere, wenn es dann in der Rechtsanwendung gibt, müsste man Zugänge finden, die das für Rechtsanwendung praktikabel handhabbar an der Stelle machen, nutzerfreundlich machen. Ein letzter Teil, das gilt auch für die Netzwerkanalysen, da steht sozusagen der Gedanke dahinter, dass ich dezentrale Auswahlentscheidungen, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, einfach sichtbar machen kann und durch das sichtbar machen kann, vielleicht auch den wissensgenerierenden Teil dieser dezentralen Auswahlentscheidung sichtbar machen kann. Das kann in der Rechtswissenschaft etwa durch Zitationsanalysen ganz hilfreich sein. Da können sich möglicherweise auch nicht intendierte Effekte von Datenbanken oder von Portalen sichtbar machen. Aber auch hier liegt eine der zentralen Herausforderungen überhaupt mal darin zu gucken, wenn es die denn gibt und die Daten das hergeben, wie man das für einen klassischen methodischen Zugang so kompatibel hinbekommen kann. Das Fazit also, Digitalisierung, vielschichtige Handlungsoptionen, Veränderung des Rechts nach den Eigengesetzlichkeiten des Rechts und des jeweiligen Bereichs. Und das führt dazu, dass ich Ihnen hier an der Stelle eigentlich mehr weitere Fragen als Antworten sagen kann. Man kann, glaube ich, deutlich zeigen, dass Digitalisierung für die Umsetzung ein Effizienzpotenzial hat, aber dass es Grenzen der Digitaltauglichkeit von Gesetzen gibt, alleine schon durch die unscharfen Rechtsbegriffe, dass Digitalisierung die Notwendigkeit methodischer Reflexion deutlich erhöhen wird. Und ich glaube, dass der Teil an Judiz veränderte Anforderung an Umgang mit dieser Entscheidungssituation und Rahmenbedingungen, wie so Kompetenzen im Umgang mit dieser Entscheidungssituation entsteht, dass das aus meiner Sicht zwei der zentralen Teile sein werden. Vielen Dank.